guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schon verschiedentlich kann ich Ihnen die feinen Frischteigwaren von Trettör vorstellen. Die Ravioli und Tortelloni mit dem Käse, Fleisch oder Ricotta-Spinatfüllung, die in 3 Minuten parat sind, und die feinen Trettör-Soßen Gorgonzola, Carbonara und Al Pesto sind Ihnen darum bestimmt bestens bekannt. Vielleicht haben Sie aber noch nicht festgestellt, dass es von Trettör auch frische Spätzle gibt. Auch die sind schnell und einfach zubereitet und so haben Sie im Handumdrehen eine ideale Beilage zu einem feinen Braten oder wie jetzt wieder ganz besonders aktuell, zum Beispiel zu Wild. Es gibt die Spätzle übrigens als Eierspätzle oder als Gemüsespätzle und neu auch als... Aber schauen Sie doch am gescheitsten gerade selber. Früher habe ich die Spätzle noch selber gemacht. Ja, es hat zwar immer das höhere Tier mit dem Teig, dem Schinken, dem Käse und dem ganzen Zeug. Bis der Gob endlich auf die bessere Idee kam, ist die alte Spätzle vom Trettör-Einsatz gegeben. Ja, wir müssen es nur noch in der Pfanne mit mir im Eichen braten. Das ist Goldbrühe sind. Ja, ja. Hm. Und hier, ja, von meiner linken, sehen Sie den Hütchen vom Moosgletschersee. Oh. Er ist bekannt für seine Elplerspätzli. Ja, bekannt schon, aber die da essen heute ausnahmsweise mal selber. Sie sehen, mit diesen Elplerspätzli von Trettör ist der Erfolg programmiert. Zu einer ganz anderen Geschichte, zu der vom Superman, einem unangefochtenen Held von einer spannenden Kurzgeschichte, die Sie jetzt in der GOG-Zeitung verfolgen können. Schon wegen der Wettbewerbspreise sollten Sie sie nicht verpassen. Der Superman verlost nämlich 5-mal ein Wochenende im Parkhotel Gstaad, und zwar für jede Familie mit 2 Kindern. Magie, c'est magique. Wie das Abenteuer vom Superman ausgeht, das erfahren Sie, wie gesagt, in der GOG-Zeitung. Dort gibt es natürlich wie immer auch andere spannende Lektüren, zum Beispiel unsere Aktionsangebote. 20 Moosrosen kosten bei Coop nur 7,90. 3 Midi-Rösti gibt es für nur 5,50. Und 3 Pakete Fixis Ultra 3 für Buben und Mädchen in der Grösse Midi bis Junior kommen sie über für ganze 48 Franken. Alle Avela-Strumpfhosen kosten pro Packung 1 Franken weniger. Die Avela Tanga gibt es zum Beispiel für nur 2,90. Techstart Jeans für Kleinkinder offerieren wir Ihnen für 17 Franken, das dazu passende Sweatshirt für 15 Franken. Und da noch der Coop-Preisabschlag. Alle Cha-Cha-Cha in der 200-Gramm-Schale kosten von jetzt an nur noch 1,20. Im Coop-Restaurant empfiehlt Ihnen der Chef geschnetzeltes Kalbfleisch nach Zürcher Art mit Rösti für nur 9,80. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Einkaufen bei Coop bietet immer wieder etwas Neues und lohnt sich aus den verschiedensten Gründen. Genauso abwechslungsreich, vielseitig und spannend ist aber auch das Verkaufen bei Coop. Junge Leute, die in diesen modernen Beruf mit Zukunftschancen wieder einsteigen, bietet Coop eine solide Ausbildung mit ausgezeichneten Aufstiegschancen, grosser sozialer Sicherheit und einem guten Arbeitsklima. Im Verkauf ist jede Situation anders. Man muss ein kleiner Psychologe sein und auf die Leute eingehen. Das ist es, was mir gefällt bei meiner Lehre im Coop. Jetzt im 3. Lehrjahr bin ich weniger im Laden. Ich mache Umsatzberechnungen und Abschreibungen. Da sieht man, was mit dem Geld passiert bei Coop. Mehr über die 2- oder 3-jährige Verkaufslehre erfahren Sie in jedem Coop-Laden oder unter deren Adresse. Coop Schweiz, Berufsinfo, Postfach 4002 Basel. Interessiert? Ja, dann gibt es nur eins, sofort schreiben oder noch besser, sich im nächsten Coop-Laden informieren, am besten schon morgen. Ich bin fast am Schluss für heute, möchte Ihnen aber doch noch eine Neuheit vorstellen. In unseren Läden gibt es jetzt nämlich neu Dr. Watsons Gassis-Pastille. Ohne Zucker, aber reich an Vitamin C, und sie sind in einer hübschen Blechdose und im praktischen Nachfüllbeutel erhältlich. Also zugreifen, bei dem Wetter. So viel für die Woche aus dem Coop-Studio. Ich hoffe, es hat auch für Sie etwas dabei gehabt und es würde mich freuen, wenn Sie am nächsten Mittwoch wieder reinschauen würden. Einen schönen Abend.